Dieses Mal bei Tattoo-Liebe. Die ganzen Linien alle ineinander, da ist ja alles drauf. Verrückte Motive und ein eingespieltes Doppel. If you have the wrong person, it can be a nightmare. Ja, das ist, also das tut weh. Punkt. Also ich finde den Totenkopf nichts Gruseliges. Freue mich auch immer, wenn so ein Totenkopf kommt. Ich find die auch eher beruhigend. Ne? Nice. Hi, mein Name ist Luke. Ich tätowiere seit über 40 Jahren. Und ich tätowiere in Stuttgart-Feuerbach seit 31 Jahren. My name is Philip. I'm part of the Lou family's Family Iron, or a family of artists. Well traveled. Now live in Switzerland, a small village up on the top of a mountain. Also Philipp ist ein sehr, sehr guter Freund von mir. Yeah, we met in 1986 in New Orleans on a tattoo convention. Lights on it being gray and just put a little bit of texture. Yeah. I reckon that we could get like that little like. Beide haben die Welt gereist, als wir uns kennengelernt haben. Ich bin so Richtung nach Japan und er ist von der anderen Seite von Thailand, Hongkong. So yeah, we kind of became instant friends, hung out on the show and friends ever since. It's like 37 years now, I think. Sort of squiggly effect, but it's good. It's quick. Yeah. Mein Name ist Roy, bin 49 nächste Woche und hier schon länger Gast. You too. You good? Yeah. Yeah. Perfect. So you're right. Good seeing you again. Mein erstes Tattoo hatte ich mit 17. Hier bin ich vor über 30 Jahren das erste Mal reingestolpert. Und seitdem ist das so eine Hassliebe. Es ist schwer aufzuhören. Ich hatte Glück, dass ich gleich gute Künstler getroffen habe. Und habe es nie bereut. Also Roy kam zu mir und hat mich gefragt, ob es möglich wäre, dass ich und Philipp ihm tätowieren. I did on a convention one guy, we were 23 people on the same guy for 10 minutes. That was, yeah, it was a we had a world record that lasted for a week, and then a guy in Germany did 43 people. He was hanging up in a convention by bits of rope from his hands and feet, and he had 43 people mark his body for a few minutes. So are you ready for this? No. Mein Name ist Junior, ich bin seit 13 Jahren Tätowierer und Inhaber von Lords Bodega Tattoo Atelier in Stuttgart-West. Mein Name ist Isi und ich arbeite seit ungefähr 7 Jahren als Tätowiererin. Wer kommt morgen jetzt? Morgen kommt der Aaron, der kriegt morgen diesen Totenkopf-Schmetterling. Wir haben mittlerweile so einen Deal, er macht eine grobe Grundskizze. Und wenn das Strichmännchen sind, sage ich jetzt mal, damit ich ungefähr weiß, wie der Aufbau ist, Größenverhältnisse, dies, das, jenes. Und dann kriege ich praktisch so eine Skizze von ihm geschickt und darf die dann in meinem Stil ausarbeiten. Da bin ich immer gespannt, wie das aussieht jetzt im Vergleich zu dem, was du jetzt angefertigt hast. Moment, wo ist er denn? Ja, das ist geil. Und ich finde das eigentlich ganz schön. Also wir haben da einen guten Drive. Kannst du vielleicht auch nicht mit jedem Kunden machen, aber bei Aaron und mir läuft es super. Hi, ich bin Aaron und ich bin medizinischer Technologe für Radiologie. Ich zeig jetzt einfach mal, was ich draus gemacht habe.
Ja, sehr gut. Oder? Ja. Ich habe noch, du hast mir ohne Flügel sozusagen geschickt. Ich habe das mal probiert. Ja. Das sieht aber, um ehrlich zu sein, ein bisschen merkwürdig aus. Also irgendwas mit ein bisschen Flügel brauchen wir, damit es auch diesen Schmetterlingscharakter gibt. Ja. Genau. Das ist auch das. Perfekt. Ja. Gefällt's dir? Ja. Schon. Sehr schön. Und wo machen wir es jetzt hin? Auf die Brust, ne? Ja, hast du gemeint? Ja, müssen wir dann schauen. Wie groß? Von Größe her und Platzierung, wo es dann am besten aussieht. Ist das dir zu groß? Ja. Das ist schon fast ein Chesspiece, ja. Ne? Ja. Können wir machen, was wir wollen. Das fände ich auch ganz geil, wenn man die Überlegung hat, wie du vielleicht irgendwann weitermachen willst. Weil du hättest hier noch richtig schön ein Placement, würdest hier noch rumgehen. Du hast auch den kompletten Bauchraum so gesehen noch frei. Ja? Sollen wir das einfach mal in der Größe machen? Ja. Sehr gut, dann mache ich ein Stencil. Sehr schön. Das war dann mehr eine rein optische Entscheidung. Der Schädel so im lateralen oder seitliche Perspektive hat ja dann schon so ein bisschen so die Schmetterlingsform. Ja, das hat mir dann so ganz gut gefallen. Bitte ich noch mal kurz entspannt. Also ich finde den Totenkopf nichts Gruseliges, sondern eher was Interessantes und etwas Spannendes. Freue mich auch immer, wenn so ein Totenkopf kommt. Ich finde die auch eher beruhigend, ne? Meine Oma findet es immer ein bisschen nicht so cool. Ich muss es mit mir rumtragen im Endeffekt. Und solange es mir gefällt, das ist bei mir eigentlich so die Hauptsache. I like it. Und auch für Junior kommt Stammkundschaft. Hi, ich bin Silvi. Ja. Wie läuft's? Ja. Coole Socke. Die Silvi ist eine richtig coole Socke. Sehr lebensfroh auf jeden Fall. Ich dachte, wir machen vielleicht beide Seiten. Mhm. Hätten wir ja auch diese Möglichkeit eigentlich. Aber du hast jetzt gesagt, du möchtest ja, glaube ich, nur eine. Ja, ich würde gerne erstmal, dass wir eine mal. Welche Seite? Linke Seite. Ich bin Löwin im Mond, im Sternzeichen. Löwin symbolisiert für mich Stärke und. Ich weiß nicht, ich mag es, ich finde es ästhetisch und sexy, sag ich mal, genau. Ich will erst mal gucken, wie es kommt, also ob ich dann überhaupt die zweite Seite will oder nicht. Aber erstmal würde ich gerne, dass wir nur links machen. Ich bin ja jetzt in Berlin gewesen auf der Hochzeit. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt hier in Stuttgart, aber da ist eine Löwin frei entlaufen. Berlin, alles war auf der Suche nach dieser Löwin. Ja, ja, wo ja dann hieß, es wäre ein Wildschwein gewesen. Ja, also erstmal war es so, also eine Löwin. Und schon als wir hingefahren sind, dachte ich, ah, die Löwin, so. Ich bin irgendwie, und jetzt ist ja auch gerade Zeichen, wir sind im Zeichen des Löwen gerade. Das ist halt voll gepasst und es hat sich so durchgezogen, komplett wie so ein roter Faden jetzt die Tage. Deswegen ist es so geil und bestätigt mich so richtig, dass es echt richtig ist und ich freue mich so drauf. Ja. Interessant auf jeden Fall, was bei den Leuten manchmal so für Geschichten auch entstehen. Mega. Ja? Das Ohr, das malst du ja noch. Genau, das male ich jetzt auch. Ja. Ich will sie am Fuß, weil man sieht sie nicht immer. Jeder hat mich gefragt, ja, wieso denn am Fuß, wenn du sie so symbolisch schön und toll findest. Aber es müssen sie nicht andere sehen. Sie ist bei mir, also ich sehe sie ja immer. Ne? Hi, cool. Wie toll sie aussieht. Ach, ich freue mich. Zwei Tätowierer auf einmal hat sich Roy gewünscht. Und die bekommt er auch. Gleich werden ihn Luke und Philipp von zwei Seiten bearbeiten. Ob er weiß, was auf ihn zukommt? Wenn wir arbeiten zusammen, das ist manchmal ist es gleichzeitig. Und dann die eine vielleicht, der hört auf oder der hilft die andere. It's a bit like dancing. Because when you push and pull the body to work, you have to be very conscious about if he's doing a line and I pull the skin to work, I ruin his line, it gets off, right? So you have to be very conscious. You know, when you make a line, if the person moves, the line goes like this, it's for life. Now I'm thinking about two people that I'm working with because we all work together in this sense. Yeah, I let him do all the thinking, I just work. If you have the wrong person, it can be a nightmare. Wie gesagt, ich bin schon länger in Behandlung und irgendwann kommst du zu dem Punkt, dass du
sammelst, oder ich kam zu dem Punkt, dass ich sammle, Künstler auch sammle. Hier sind immer sehr viele hochkarätige internationale Künstler. Philipp ist auf jeden Fall jemand, der weltweit dazugehören sollte zu so einer Sammlung. Sage ich jetzt mal Luke sowieso. Und ich hatte die Chance, eben beide auf einmal zu kriegen, und dann habe ich die genutzt. Und diese große Kralle auf seinem Rücken. Der Roy hat gesagt, das wird ihm gefallen. Ich dachte, das passt super zu ihm, weil der ist so ein Jiu-Jitsu-Spezialist. Und ich fand das lustig, dass die sind immer am Grappeln. Und ja, da ist jemand, der die andere zu sich nimmt und hält. Just to give the definition of the fur. Right, we leave that white. We leave that white. Or because of that. Etsy. Yeah. Cool. Thick. Good. Well done. Thank you. Bye. Yeah, that was fun, wasn't it? Yeah, it was fun. Right, we leave it right now. Luke hat so einen Ruf als Metzger ein bisschen. Das weiß er auch. Er ist relativ harsch und brutal. Und wenn dann zwei Leute unterschiedliche Stellen bearbeiten und der eine Metzger und der andere mehr so filigran ist, ist das auf jeden Fall schwierig. Also, ja, kannte ich vorher noch nicht. Ist interessant, ist jetzt aber auch nichts, was ich jeden Tag brauche. Ist auf jeden Fall eine krasse Erfahrung. Ich glaube, der weiß nicht, wer ihm tätowiert hat. Ja, das ist, also das tut weh. Ja, Punkt. Die Löwin ist los. Also, es geht los, okay. Ja, ich weiß, ich bin schon. Das ist das Schlimmste. Das ist das Schlimmste von allem, Gottes. Wenn das durch ist, passt's. Ja, okay. Eine der unangenehmsten Stellen, sagen wir mal so. Fuß ist ja nicht ganz ohne, aber schöne Stelle auch. Ich will mir auch noch die Füße tätowieren lassen, aber ich traue mich bis jetzt nicht, weil es echt wehtut. Ja, es ist schon sehr unangenehm, aber du schaffst es. Aber ich will was über den Zehe hoch haben. Und was willst du da machen? Also den Fernsehturm, Stuttgarter Fernsehturm und den Berliner. Sag mal, würdest du dir diese zwei Türme selbst tätowieren oder tätowieren lassen? Ich würde es machen lassen von jemand. Mhm. Ich bin ehrlich, ich glaube, ich könnte das nicht selber machen. Oh. Weil ich einfach im Kopf diesen Gedanken habe, scheiße, ich tue mir jetzt selber weh. Ja, das stimmt. Du tust mir gerade weh. Ja. Macht Spaß. Okay. Aber ich versuche sanft zu sein. Alles gut. Ich bin ja kein Metzger. Ja, bist du nicht, das stimmt. Jetzt schaut sie dich schon an, die Löwin, oder? Mhm. Nicht, dass sie dich frisst, wenn du ihr zu sehr weh tust. Jetzt wird sie gefährlich. Schaut mich böse an. Denkst du so, was mache ich da? Wow. Sie ist jetzt auch der Pirsch. Bin gespannt, wie das Auge dann aussieht. So. Das war's. Ich lebe noch. Du lebst noch, ja. Yeah. Darfst du dir jetzt mal anschauen? Wow. Wow. Wahnsinn, wie geil sie ist. Sehr cool, freu mich. Like Queens waren nicht, aber wow. You geil. Made my day, like always. Yeah. Sehr schön, freut mich. Dann heißt es Löwin in Stuttgart, in der Stadt, ausgebüxt. Yeah. Sehr schön. Sie hat ja auch gesagt, sie ist auch eine Löwin. Sie macht ihr Ding. Sie geht dahin, wo sie will und lässt sich von niemandem irgendwie einfangen oder einschränken. Ja, schon cool. Danke. Schaut mal, wie ich laufen kann. Mal sehen, wo du meinst. Ja, bye. Zurück zu Aarons Totenkopfschmetterling. Bitte noch mal einmal ganz kurz stehen. Ich geh mal kurz. Also, mir gefällt es so, wir können es natürlich noch ein Stückchen höher setzen, aber guckst du dir einmal selber bitte an. Ja. Nee, sieht gut
was. Oder? Ja. Mittlerweile schaue ich immer, dass ich so meine Interessen mit den Tattoos so verbinde. Ich bin medizinischer Technologe für Radiologie. Da habe ich ziemlich viel halt so mit Anatomie und alles Mögliche zu tun. Deswegen auch jetzt das Motiv. Und dann hier auf dem, also so hier so ganz klein angedeutet, so ein Röntgenschirm vor dem Sensenmann. Also meistens läuft es dann so, dass ich da irgendwo eine Inspiration dann sehe. Oder ich finde irgendwas beiläufig, was mir dann ganz gut gefällt. Und dann geht dann meistens schon direkt das Gerattere los. Okay, wie könnte man das dann irgendwie halt verbinden, so mit meinen Interessen? Und zieht wahrscheinlich, oder? Ja. Geht? Ja. Man muss das auch nicht beschönigen. Es ist nicht gerade die angenehmste Sache. Es tut klar schon weh. Ja, aber ich finde, das macht die Gesamterfahrung dann mit dem Tattoo interessanter. Ja, macht einem dann selber nochmal bewusst, sodass dann doch ein bisschen eine besondere Sache ist, als jetzt so ein Aufklebe-Tattoo. Jetzt wächst MRT. Ich war ja neulich auch wieder in einem drin, wegen meinem Skiunfall, meinem Knie. Tattoos haben sie mich auch gefragt, ob ich mich in den letzten 4 bis 6 Wochen, glaube ich, habe tätowieren lassen. Hatte ich nicht. Merkt man das heutzutage immer noch? Also... Ja, das kommt drauf an, wie die Tinte halt gemacht ist. Also früher war das ja ganz häufig, dass die schwarze Tinte dann mit Eisenpartikeln gemacht wurde. Und dann, es erwärmt sich halt im MRT und kann dann zu Verbrennungen führen. Aber das heißt auch eigentlich, dass wenn man ältere Tattoos hat, also schon vor ein paar Jährchen, dass die eher so sein wird. Aber heutzutage, wenn man sich... Kommt seltener vor. Also neuere Tattoos sind da, also ich habe es noch nie erlebt. Also bei mir wurde jetzt auch nichts warm. Ja, aber das muss man dann auch immer ausprobieren, ob es geht oder nicht. Und dann muss sich der Patient halt melden, ob es warm wird oder nicht. Ich finde es ja cool. Ich lerne auch immer dann noch was dazu. Er schickt mir Sachen durch und erklärt mir dann, was es ist und was vielleicht dieses Gerät macht und sonstiges. Und das ist auch so ein Faktor, den ich unglaublich liebe. Ich kann in so viele Berufe reinschnuppern, in Anführungsstrichen, und lerne so viel über die unterschiedlichen Bereiche. Und das ist gerade so mit Radiologie und Co. finde ich ja auch spannend. Und da höre ich auch gern zu. Und deswegen finde ich das immer ganz gut. Das ist so ein Geben und ein Nehmen. Und das finde ich sehr schön. Bei Juniors nächsten Kunden wird erstmal gebastelt. Hi, I'm Matt. This is the whole area? Yeah, so the whole thing, right? So it's all... I'm getting a tattoo of the forest trails and the forest on my arm, the forest right next to where I live. Just for me to know. Puzzle. There's so many lines. Right. So that part there, right there. Ich wusste erstmal nicht genau, wie er sich das vorstellt oder was er da haben will. Und dann kam er halt mit dieser Karte, wo man von oben das Ganze gesehen hat. Also es war jetzt nicht einfach wie bei Google Maps oder so, dass du hier die Straßeneis hast, sondern es war wirklich mit den Höhen, Bergen und alles, die verschiedenen Ebenen. A topographic map, so it shows the lines of elevation and the hiking trails directly next to my house. Downtown here. I live right in the spot here. This is where I walk with my family and my dog, my kids, so we go hiking all the time, so. It's the area of Stuttgart. Right. So the small ones are hills and the dark are trails. The travel lines? Yeah. It's personal. I have my son's birthday. He was born there as well. So it's all just personal things that have meaning to us. So, yeah. Was auch ganz verrückt war, waren die ganzen Linien alle ineinander. Da hatte ich ja alles drauf. Musste man natürlich ein bisschen abspecken. Und der Anfang wollte das, glaube ich, nur so groß haben. Und das sah halt nicht gut aus am Arm. Es sah aus wie so ein Band drumherum. Und dann haben wir doch gesagt, dann machen wir den ganzen Oberarm ein bisschen größer. With this we can work really, really good. That's perfect. Ich habe mich auf Linework und Fineline spezialisiert die letzten Jahre. Und gerade bei so einer Geschichte ist es halt geil, weil wir haben unfassbar viele Linien. Weil das Problem ist, wenn wir zu klein die Map machen würden, sowas ist halt nicht machbar. Die Linien, die würden die nachher alle zusammenlaufen, die würden kaputt gehen, weil die Haut arbeitet halt und man muss immer vorsichtig sein. Linien werden mit der Zeit ein bisschen dicker. This part is here. Yeah, so this lines up right in there. Yeah. Been here a couple times to do the consultations and fittings, and each time I left without it,
I was like, I really want it now. So, you know, that's always a good sign. But it has been a long process to try and figure it out, though. In Feuerbach arbeiten der harsche Luke und der sanfte Philipp weiter an Roys Rückentattoo. This is a really fun claw. It's got five fingers. The nails almost look like bird heads. It's coming out of water. It's very dynamic, this one. I enjoyed it a lot. Ich habe ein Buch mit Philipp gemacht über seine Zeichnungen von Drachenkrallen. Das sind, glaube ich, über 2000 Illustrationen in diesem Buch. I like the whole thing about a dragon. I was just to concentrate on one part. See how much fun you could have with one thing. You know, how many ways you could do the one thing. They all concentrate on the head and they forget about the feet, but it's a whole thing, you know. I think in there there's maybe 26 that are okay. I don't know, 2026, and about 6 that are really good. And the rest are just studies trying to get it right, you know. Do people understand it? Yeah. That's good. Yeah. Like, I get stared on at the Freibad. The people, they recognize the quality. They see so many tattoos, but they recognize good stuff. You used to be able to look at a guy with a suit and say, wow, you've been to Japan, you've been to Micronesia, you've been to America, by the work they collected. That's over. That doesn't exist anymore. Whether people are doing good Japanese work or good Micronesian work is something else, right? Some are, some aren't, but then some people make good pizza, some don't. So a little bit more there, Roy? Please. I got one claw over here to put single needle lines on, mm-hmm. And what have you got, Rev? Just a thing. You want them to turn a bit on the side? I can manage. A little bit, yeah. All towards right. You? Yeah, that way. So I could still, I'm on this strip here. Das Ganze, was man so um sich rum und an sich dran trägt, ist dann irgendwann auch so eine Art Panzer. Das symbolisiert Stärke, Kraft. Ich habe aufgehört und ich habe nur geguckt, als Philipp so fertig gemacht hat und habe so Roy angeguckt, als er so und I'm thinking, oh yeah, where's the Metzger here? Take a look, my friend. Nice. So the stuff you see actually today is just the texture here. That's what hurt. So I think I keep it complete. Das Kartenpuzzle ist zusammengesetzt. Jetzt kommt es auf die Haut. Ich freue mich immer drauf, ein bisschen was Verrücktes mal wieder zu machen. Und was anderes, was halt nicht alltäglich ist. Weil das ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Und gerade halt auch, weil es ja der Westen ist. So. Stuttgarter Westen, wir sind im Westen, deswegen alles. Alles super. Ja, da war ich dann schon ein bisschen kurz mal am Schwitzen, wo ich mir gedacht habe, so habe ich jetzt auch wirklich alles richtig zusammengesetzt, weil da hätten wir dann ein riesiges Problem, wenn er nachher sich den Arm anschaut und sieht plötzlich im Spiegel, okay, scheiße, das ist ja, die Karte ist ja komplett falsch zusammengesetzt. Und da haben wir uns dann die Zeit nehmen müssen. Okay. Take a look. It looks a little crazy right now. You happy with it? Yeah, perfect. Like, let me
take a picture so I can see yeah, it. Yeah, take your time. From the other side, yeah. Being here has meant a lot for me and my family and raising my son and spending time in the forest and being outside. So what better way to remember that, celebrate that than getting a tattoo of it, so. Immer beim Tätowieren muss man sich konzentrieren auf alle möglichen Details, aber es ist natürlich schon was anderes, wenn man nur 10.000 Linien auf einem Haufen hat, damit man da auch nichts durcheinander bringt. Is it good? Yeah, no, it's fine. We have a huge patch of rose bushes in our backyard, and they have thorns, and this feels like when I run into them. To me, it's upside down. And then in the mirror, it's backwards. In the picture, it's the right way. In the print up, it's the right way. In the stencil, it's backwards. And I got nervous that it was flipped and mirrored backwards. And luckily, Junior showed me that it was right. So, yeah. Everything fine? Yes, yes. I think now we make a little break. Let's drink something. Okay. Währenddessen nebenan. Jetzt noch vom Atmen, ne? Also ich arbeite ja bei meinen Schattierungen hauptsächlich mit Dotwork. Das heißt, ich mache keine flächigen Schattierungen mit den Nadeln, die man dafür normalerweise verwendet, also die breiteren, sondern ich habe meine ganz normale Nadel, mit der ich auch Linien ziehe. Und durch die Technik, nenne ich es jetzt mal, macht man eine Bewegung, in der eine Schattierung besteht, die aber eigentlich nur aus einzelnen Punkten praktisch resultiert. Ich habe mich dafür entschieden, weil ich früher auch schon viel mit Punkten meditativ abends für mich einfach Bilder erstellt habe, weil ich so ein Friemelkind bin. Und habe dann beim Tätowieren aber auch rausgefunden, dass ich das sehr schön finde, weil die Schattierungen für mich zumindest dadurch immer noch natürlich und weicher einfach wirken. Der Tattoo-Stil gefällt mir sehr. Die Schattierung macht es auch immer sehr interessant im Gesamtmotiv. Und dann ist es ja, so ein Gesamtpaket. So, bleib ich auch an, Lieke. Ja, sehr cool. Ja, ja, happy? Freut mich. Hast du es dir so ungefähr so vorgestellt? Ja. Sehr schön. Machen wir es dir gleich nochmal richtig sauber. Ja, es ist immer aufs Neue wieder ein sehr cooles Gefühl, dass es dann schlussendlich alles zu so einem gesamten Dings zusammenkommt. Und dann, ja, also ich bin top zufrieden. Hast du gut gemacht? Junior kämpft sich durch den Kartendschungel. Auf den ersten Blick sind das einfach nur ziemlich viele Linien. Für Matt aber sind es schöne Erinnerungen. Going on, just in the middle of nowhere, just to relax and sorry. No, it's fine. And it's just getting away from it all, just kind of like resetting. Juniors Sorge, bei so vielen Linien den Faden zu verlieren. Knapp 2 Stunden dauert das Tätowieren. Ob jetzt alles richtig sitzt? Schaust du dir das Ganze jetzt mal im Spiegel an? Oh, wow. Of course. I like it, though. Yeah? I like it a lot. You happy? Yeah. Hurts. Yeah. Of course. No, it's very cool, though. I don't care if anyone else can tell what it is, but I can. Und was wird wohl der kleine Sohn dazu sagen? I think he's going to be a little confused. I think he's going to want to... Yeah, he's just going to look at it, but I think he's going to like it, especially... Once it doesn't hurt so much and isn't swollen, I can guarantee he'll want to take his markers and draw, which is awesome. And soon enough, when he's a little bit older, he'll understand. We'll go out and be like, that's where we are, and find it and stuff. But he'll like it. War dann auch eine echt coole Sache. So auch noch nie gemacht.
geil. Gaskessel ist witzigerweise das erste Mal, dass ich einen Gaskessel tätowiert habe und auch mitbekommen habe, dass jemand überhaupt sich den Gaskessel tätowieren lassen will. Sehr, sehr gut.